Video on Technik. Läuft ja schon. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Fockerchens Heimfahrt, Teil 55. Ei, der daus, wie schön. Wir kommen jetzt ein paar Leute schon ein paar Mal passiert. Jetzt in letzter Zeit häufiger kommen Leute auf mich zu und sagen: Hey, du bist du denn mit dem Ickerlal? Ja, ja. Mein E-Auto kaufen und da um mich was rein, da muss ich da aufpassen. Ja, ungefähr so. Also, im astreinen Oberpfälzisch. Interessant ist, das letzte Mal kam einer und der hat gesagt, na, er hat sich ein E-Auto gekauft, er ist umgestiegen von einem Verbrenner zu einem E-Auto und er hat sich den E-Astra gekauft. Den E-Corsa, ein E-Astra gibt es ja gar nicht. Ein E-Corsa hat er sich gekauft. Und er hat gesagt, da bin ich ein bisschen überrascht gewesen, dass ich eigentlich bei weitem nicht so weit komme, wie eigentlich gedacht. Natürlich will derjenige, hat der seine Überlegungen gemacht, E-Auto ja, nein. Ja, mache ich und keine Ahnung, soll 350 Kilometer kommen, dann wundert er sich, dass er vielleicht plus 250 oder so kommt. Ist klar. Dann kommt die Frage, was muss ich denn beachten, wenn ich ein Verbrennerfahrer bin und mich für ein E-Auto interessiere? Muss ich mich da umstellen mit irgendwas? Dann sage ich immer, eigentlich, also müssen musst du nicht. Nein, du musst dich nicht umstellen. Du kannst ganz normal weiter kutschieren, wie du es jetzt auch gewohnt bist. Du wirst bloß nicht recht glücklich werden mit deinem E-Auto. Warum? Weil du hinten und vorne nicht hinkommen wirst mit allem drum und dran. Was kilometertechnisch das betrifft. Weil man sehr viel falsch machen kann. Die Frage ist natürlich, wie fahre ich? Wie muss ich fahren? Fahren musst du vorausschauend. Das solltest du aber mit dem Verbrenner auch machen. Also wenn du schon mit deinem Verbrenner vorausschauend fährst, wenn du schon mit deinem Verbrenner an diese Literangaben, an diese NEFZ-Angaben hinkommst, dass du sagst, mein Auto braucht laut keine Ahnung, laut Hersteller ist ja wurscht, 5 Liter und ich schaffe das Auto mit 5 Liter zu fahren und zwar locker, dann brauchst du dich eigentlich nicht groß umstellen, wenn du dir E-Auto fährst. Weil dann fährst du eigentlich schon genau so, wie man fahren sollte. Zwar nicht bloß mit dem E-Auto, sondern auch mit dem Verbrenner. Dass man eben auf diese Zahlen hinkommt. Schaffst du es nicht, schaffst du es mit dem E-Auto erst recht nicht. Und der Grund ist die gespeicherte Energie, die in einem E-Auto oder in einem Verbrenner drin ist. Also wenn ihr meint, ich ziehe jetzt über die Verbrenner her und schrei und schimpf und du, na, könnt ihr gleich wieder weiterschalten, ist nicht. Weil, ich will das jetzt ganz genau erklären. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein studierter Ingenieur, ich bin ganz normaler Auto-User. Ich habe ein E-Auto, wir haben 2 E-Autos, ich fahre jetzt seit 4 Jahren E-Auto, bin bis auf einmal immer heimgekommen. Ja, da wurde mir gezeigt, dass ein E-Auto mit 0 Restreichweite auch nicht recht weiterkommt. So, das große Fragezeichen kommt bei einem Verbrennerfahrer, der sich für E-Autos interessiert, eigentlich schon mal mit dem Durchschnittsverbrauch. Für einen normalen Verbrenner ist die Angabe Kilowattstunden völlig wirr, völlig fremd. Da fährt gerade ein super schöner, ist allerdings ein Verbrenner, ein Soul in so orange-metallic. Schaut geil aus, schön.
Kilowattstundenangaben sind für einen Verbrennerfahrer völlig fremd. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln, der kann sich darunter überhaupt nichts vorstellen. Und deswegen möchte ich das mal erklären. Warum merkt man das beim E-Auto extremst, wenn er mehr braucht, viel mehr als beim Verbrenner? Gehen wir mal davon aus, also die Zahlen, die jetzt kommen, die habe ich teilweise ein bisschen auf oder werde ich ein bisschen auf und ein bisschen abrunden, weil man es einfach leichter rechnen kann. Wir gehen mal von aus, wir haben ja nur ein Zweitauto, das ist unser Hyundai Kona und der hat eine 64 Kilowattstunden Batterie drin. Rund mal ab auf 60. Warum? Weil es leichter zu rechnen ist. Also, der Hyundai Kona kann, wenn er voll geladen ist, maximal 60 Kilowattstunden speichern. Das ist so, als würde ich eben 60 Kilowattstunden in den Tank erfüllen. Wenn er voll ist, ist er voll, passt nicht mehr rein. Bloß was bedeuten denn diese 60 Kilowattstunden? Wie kann man das umrechnen? Also mit 60 Kilowattstunden kommt unser Kona im absoluten Idealfall im Sommer über 500 Kilometer weit. Im Winter so 360 Kilometer. Ungefähr. Im Jahresmitte gerechnet oder im Jahresmittel gerechnet haben wir ungefähr einen Verbrauch von 15 Kilowattstunden. Ja, 15 Kilowattstunden, 15, 30, 45, 60. So, das heißt, dann, wenn ich 4 mal 15 Kilowattstunden brauche auf je 100 Kilometer, komme ich 400 Kilometer und der Akku ist leer. Was ganz normal ist. Fujigako, aller leer. Jetzt kann man diese 15 Kilowattstunden eigentlich gar nicht richtig fassen, nicht richtig greifen. Was bedeutet denn 15 Kilowattstunden? Also 15 Kilowattstunden sind erst einmal verhältnismäßig wenig. Meine Frau fährt Autobahn am Tag so um die 130 Kilometer, Autobahn davon vielleicht so 120 Kilometer. Und weil es eine Frau ist, hat es immer schön kuschelig warm im Auto. Okay, das passt wunderbar. So, jetzt rechnen wir das mal um, was das für einen Diesel bedeutet. Warum Diesel? Weil man Diesel leichter rechnen kann. Die Energiedichte von 1 Liter Diesel, also die Energie, die da drin steckt, von einem Liter Diesel sind 9,8 Kilowattstunden. Laut Wikipedia. 9,8 Kilowattstunden. Das heißt, ich runde es mal auf 10. Ist jetzt nicht viel. Runde mal auf, weil man es leichter rechnen kann. So, wenn ein Diesel, ich sage jetzt einmal ein VW Passat, circa in der Größe, weiß ich nicht, braucht um die 6 Liter. Ja? Das heißt, der braucht auf 100 Kilometer braucht er 60 Kilowattstunden. Beim E-Auto ist der Ladeverlust nicht mit dabei. Beim Verbrenner ist auch nicht dabei, dass das Ding erst einmal gefördert werden muss. Und der Energieaufwand, bis das im Tank drin ist, von der Tanke und bis zur Tanke hin. Das rechnen wir mal jetzt alles nicht mit, sondern nur rein das, was er verbrauchte auf der Fahrt. So, jetzt hat der einen 60 Liter Tank drin. Ja? Jetzt hat er einen 60-Liter-Tank drin und kommt mit dem 60-Liter-Tank 1000 Kilometer. Ungefähr. Bei 6 Liter Verbrauch, 6 Liter, 1000 Kilometer. Das heißt, der hat im Endeffekt 60 Liter drin und 1 Liter hat 10 Kilowattstunden. Der braucht 6 Liter auf 100 Kilometer, also braucht er auf 100 Kilometer 60 Kilowattstunden. Also hat er, wenn er das Auto voll tankt, in den Tank 600 Kilowattstunden an Energie. Der kommt mit 600 Kilowattstunden 1000 Kilometer.
der Kona hat einen 60 Kilowattstunden Akku drin, das heißt eigentlich ein Zehntel. Und der darf ja eigentlich rein theoretisch nur ein Zehntel so weit kommen dann. Das heißt, statt 1000 Kilometer müsste der mit 60 Kilowattstunden 100 Kilometer kommen. Kommt er aber nicht, weil im Normalfall kommt er immer so um die 400 Kilometer. Im Sommer, wenn es passt und das Wetter schön ist, und so sind es über 500 Kilometer. Das heißt, ein E-Auto ist dadurch natürlich viel effizienter, weil er mit der gleichen Kilowattstunde oder mit der gleichen Energie viel weiter kommt. Oder für die gleiche Strecke viel Energie weniger braucht. So, und das liegt an der Energiedichte. Es gibt noch einen sogenannten Heizwert bei Diesel und der Heizwert wird aber in Kilo gerechnet. Jetzt hat ein Liter Diesel irgendwie 0,78 Kilogramm. Also er ist leichter wie Wasser, darum schwimmt er oben. Das heißt, bei einem Heizwert von einem Kilo, was ja dann mehr als ein Liter Diesel ist, hätte er irgendwie so um die 12 Kilowattstunden Heizwert. Plus so als Info. So, habe jetzt alles aus dem Gedächtnis raus. So, das heißt, jetzt haben wir schon mal den Grund, warum dass ein Benziner oder in dem Fall ein Diesel viel weiterkommt, weil er eben viel mehr Energie im Auto speichern kann. Er kommt nicht weiter, weil er weniger braucht. Oder er kommt nicht weiter, weil er weil er weniger braucht. Sondern er kommt weiter, weil er mehr speichern kann. So rein theoretisch, wenn er so viel rein von einem Energieverbrauch so hoch wäre wie ein Elektroauto, müsste er eigentlich 4000 Kilometer kommen. Mit 600 Kilowattstunden müsste er 4000 Kilometer kommen. Ganz einfach gerechnet. Mit dem E-Auto 60 Kilowattstunden kommt er 400 Kilometer. Mit 600 Kilowattstunden kommt er 4000 Kilometer. So, man sieht schon, dass der Verbrenner da halt schon einiges mehr an Energie verbraucht als ein E-Auto. Ist jetzt einfach bloß mal in den Raum geschmissen. Es ist kein Vorwurf oder ist nicht irgendwie, hast du gesagt, du gewusst, das E-Auto ist besser. Nein, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Sondern nur, dass einer, wenn einer jetzt umsteigen will, von einem Verbrenner zu einem E-Auto, dass er einfach einmal was in der Hand hat, dass er sagt, das ist jetzt greifbar für mich. Weil die Frage ist für viele E-Autofahrer, für viele Verbrennerfahrer, ja, warum kommt ein E-Auto nicht weiter? Ja, weil er bräuchte einen größeren Akku. Aber was heißt denn das? Wie groß müsste denn der sein, dass er so weit kommt wie ein Diesel mit 1000 Kilometer? Also bräuchte der im Endeffekt, der Kona bräuchte einen Akku, dass er 1000 Kilometer kommt, bräuchte einen Akku von 60, 120 und dann nochmal 30, also 150 Kilowattstunden. Dann darf er ungefähr 1000 Kilometer kommen. Passt aber nicht in das Auto rein. Ja, und deswegen kommt er halt nur 400 bis 500 Kilometer. Ich glaube, dass das ganz interessant ist für den einen oder anderen Verbrennerfahrer, weil er einfach sagt, Mensch, ach so, das habe ich mir schon lange mal, überlegt, oder was heißt denn Kilowattstunde? Er braucht 15 Kilowatt, er sieht das 15, denkt sich, ist das jetzt viel, ist das wenig? Es ist nichts greifbar. Und deswegen so diese kleine Erklärung, was bedeutet das, so und so viel Kilowattstunde, was bedeutet das, so und so viel Liter Diesel? So. Die Frage ist jetzt eigentlich für mich schon ein bisschen beantwortet. Was muss ich tun, damit ich mit einem E-Auto glücklich wäre, zufriedener bin, dass ich weiß, ich komme mit einem E-Auto einfach so und so viele Kilometer weit. Und zwar grob die Angabe, wie er halt vom Hersteller angepriesen wird. Meistens schaffst du das nicht. Ganz ehrlich, ist so.
Ich fahre meinen jetzt, ich habe jetzt momentan einen Schnitt von 14,1 auf 100 Kilometer. Und das die letzten, lass mich mal kurz gucken, die letzten 51.113 Kilometer. 14,1 Liter, Kilowattstunden. Warum schaffe ich das? Weil ich langsam fahre. Ich fahre auf der Landstraße, so wie jetzt, hinter mir ist keiner, fahre ich so meine 75, 80. Kommt daher, dass ich ziemlich viel enge, kurvenreiche Landstraßen fahre. Die kann man mit 100 fahren, ja. Aber das ist schon gescheit sportlich, wenn man die mit 100 fährt, weil da ist nicht einmal ein Mittelstreifen da, der dir, wenn ein Auto entgegenkommt, einigermaßen Platz lässt. Ja, so, also ich fahre meine 75, wenn den Tempomat einschalt, genau. Ich fahre meine 75 und fahre halt einfach heim. Wenn einer hinter mir fährt, fahre ich 100. Ich will keinen aufhalten, ich will keinen ärgern, sondern ich fahre halt dann schneller. So, meine Frau braucht ein bisschen mehr, die braucht so ein bisschen über 16 Kilowattstunden, eben wegen Autobahn. Sie fährt jetzt aber auch nicht 130, 140, sondern sie fährt so 115 ungefähr. Man braucht jetzt nicht schimpfen, ja, ihr Auto muss langsam fahren, dass es effizient ist. Ja, das müsste man mit dem Verbrenner eigentlich auch, weil wenn der Verbrenner mit 6 Liter angegeben ist, dann weiß jeder, die 6 Liter schafft er nicht, sondern meistens halt so um die 7, 7,5, 8, wird aber, ja, wird akzeptiert. Warum? Weil man halt dann trotzdem statt, wenn er 7 Liter braucht, kommt er halt nicht 1000 Kilometer, sondern 850. Und ob er jetzt 850 kommt oder 1000, naja, schnell eintankt, ist gleich wieder fertig aus. Man merkt es halt bloß hier in Diri Dari, da merkt man es. Wenn man die Heizung anschaltet, merkt man es im Auto halt, im normalen Verbrenner eigentlich nicht. Wenn man die Klimaanlage einschaltet, merkt man es schon, weil A, die Leistung geht ein bisschen runter und B, der Verbrauch steigt auch ein bisschen. So, jetzt ist aber so, dass beim E-Auto das natürlich sich viel extremer zeigt. Wenn ein E-Auto oder wenn ein Auto so effizient ist wie ein E-Auto mit verhältnismäßig wenig Energie weit kommt, dann ist jede extra Energie, die er braucht, natürlich nochmal extrem spürbar. Heizung an 4 Kilowatt, bumm, braucht schon mal, ist schon mal ein Viertel oder ein Drittel von dem mit 4 Kilowatt, ein Drittel von dem, oder bei 16 dann ein Viertel von dem, was er eigentlich zum Fahren braucht, braucht er schon zum Heizen. Sitzheizung, Lenkradheizung an, Radio an, Klima an und so weiter. Also das sind die Energiefresser. Dann, klar, Luftdruck, irgendwie Aufbauten auf dem Auto, messigerweise hinten irgendwelche Tonnen an Kilo, die ist hinten her im Kofferraum drin hast. Ich meine, das ist eine ganz normale Sache, sollst du beim Verbrenner auch nicht machen. Aber beim E-Auto merkst du das halt extrem, weil er eben mit 15 Kilowattstunden verhältnismäßig weit kommt. Wenn man das umrechnet auf einen Diesel, sind 15 Kilowattstunden ungefähr 1,5 Liter Diesel. Und 1,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer ist schon saugeil. Jetzt wenn der Diesel einen 6 Liter Tank drin hat und der brechert 1,5 Liter auf 100 Kilometer, dann kann man da auf die gleiche Strecke. Nur, dass du dann, wenn du zum Beispiel Winterreifen drauf hast, die Reichweite natürlich extrem merken darfst. Durch das, dass die Energiedichte von dem verhältnismäßig kleinen Tank halt viel kleiner ist als beim 6 Liter Tank. So, im Verhältnis merkt man das extrem. So, was muss man jetzt machen als E-Auto-Fahrer, wenn man einigermaßen zurechtkommen will? Im Winter das Auto vorheizen. Und zwar, wenn es geht, angesteckt an der Steckdose. Ist ja klar. Weil der heizt den vor, eine halbe Stunde, haut er dann mit 4 Kilowatt rein und lässt richtig durch im Endeffekt. Wenn er angesteckt ist, kein Problem, schafft die Steckdose wunderbar oder an der Wallbox, dann wird er schön warm, dann fährst du los und dann braucht er die Wärme nicht hochheizen, das kalte Auto, sondern er braucht die vorgeheizte Energie nur halten und dann braucht er natürlich viel, viel weniger Strom. Dadurch kommst du weiter.
vorausschauend fahren. Das heißt, wenn ich die Strecke kenne, so wie ich, und ich weiß, da vorne geht es jetzt bergab in ein Dorf rein, und wenn ich jetzt einfach rollen lasse, rolle ich in das Dorf mit 60 rein ungefähr. Warum soll ich mit 100 in das Dorf reinpreschen und dann genau am Ortsschüttel oberbremsen? Verlorene Energie. Selbst wenn er rekuperiert und den ein wenig zurückgewinnt, er wird nie so viel zurückgewinnen, wie er eigentlich gebraucht hat, um da hinzukommen von der Geschwindigkeit her. Oder aus dem Dorf raus. Ich sehe ein Dorf, hinter mir ist keiner, ich sehe ein Dorf, geht bergauf. Ortsschild, ich kann jetzt 100 auf 100 beschleunigen, ich weiß, da geht es bergauf. Nach dem Bergauf geht es über Kuppel und dann geht es auf der Geraden oder dann bergab. Dann fahre ich halt meine, ich beschleunige dann schon, aber halt nicht auf 100, sondern dann fahre ich halt meine 75, 80. Und ich weiß genau, da oben kommt die Kuppel und dann der Rest macht die Schwerkraft. Und das hat nichts mit dem E-Auto zu tun. So müsste man mit dem Verbrenner eigentlich auch fahren, um auf diese angegebenen Werte zu kommen, laut Hersteller. Also, das heißt, vorausschauend fahren, ein bisschen, ich sage jetzt mal, immer das Hirn einschalten beim Autofahren, wie beim Verbrenner auch. Es gibt Leute, die brauchen 10 Liter mit dem Auto, weil die so drin hocken. Ich fahren, 50, Oberbremse. 50, Schüttel vorbei, 100. 100, ich fahre nicht so schön. Und die denken nicht nach beim Fahren, sondern die fahren halt einfach. Aber fahren ist im Endeffekt schon auch eine Hirnsache. Ich will nicht sagen, dass die Leute blöd sind, die das machen. Nein, aber die denken halt einfach nicht nach. Die hocken im Auto und fahren einfach. Und es gibt Leute, die sagen, ich mache mir Gedanken, dass ich halt einfach mit dem Spritverbrauch runterkomme. Der Sprit ist wieder viel, viel teurer geworden, wie er vor einem halben Jahr war. Ja. Und dann merkt man natürlich jeden Liter Mehrverbrauch schon mehr als jetzt. Weil jetzt kostet der Diesel, glaube ich, so 1,35 oder irgend sowas bei uns. Und vor einem halben Jahr hat er 99,9 Cent gekostet. Und das ist ein Drittel mehr. Und dann denke ich mir, na gut, wenn du dann einen Liter mehr brauchst, dann brauchst du halt auch mehr Geld. Ganz, ganz normal. Beim E-Auto merkt man es, wie gesagt, extremer, weil die Energiedichte von der Energie, die er braucht, um 100 Kilometer zu fahren, halt viel geringer ist als beim Diesel. Und deswegen sollte man die Fahrweise so anpassen, dass man einfach so wenig wie möglich Energie verbraucht beim Fahren. Ob Sprit oder Diesel oder Gas oder Strom, ist egal. Vielleicht habe ich verrechnet, schreibt es uns unten hin, was denkt ihr drüber? Habe ich recht, habe ich nicht recht? Wir haben das jetzt einmal so zusammengesponnen, dauert zwischen wieder viel länger als gedacht. Hoffentlich war es interessant für euch, der ein oder andere Verbrennerfahrer, der vielleicht umsteigen will, vielleicht hat es ja was gebracht. Mal gucken. Schön wär's. Und wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde jetzt noch ein bisschen walken gehen, weil ganz schön zugenommen. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Servus, sagt Locker, euer Focker. Kurve!